Das ist das Studio. Wohnzimmer groß, dezent beleuchtet. Das kleinste Studio bei NTV, genannt das Bonsai-Studio. Das Bonsai-Studio aus der Not geboren, ist ein glücklicher Zufall. Durch die Enge des Raumes entsteht eine beinahe intime Gesprächsatmosphäre. Sandra Maischberger befragt die Menschen des Tages. Hier entstehen Interviews, die durch Intensität bestechen. Ihr Konzept, ich stelle Fragen und höre zu, ist so schlicht wie erfolgreich. Die tägliche Sendung für Sandra Maischberger ein Glücksfall. Das ist ein Traumjob, im Jahr 2000 in der Mitte von Berlin zu sitzen. Hier ist die Siegessäule, da ist das Brandenburger Tor. Und die interessantesten Menschen der Republik interviewen zu dürfen, ist absoluter Traum. Vom Shootingstar zur Persona non grata. Sandra Maischberger hat alle Höhen und Tiefen des Fernsehgeschäfts durchlebt. Ausgebildet bei der Deutschen Journalistenschule, hochgelobt in der Jugendsendung Live aus dem Schlachthof. Wir haben heute unsere 300. Sendung. Das ist ein Jubiläumsdatum, aber für uns kein Anlass, eine Jubiläumssendung zu machen. Ins Bodenlose gestürzt bei Talk im Turm. Aufgerappelt bei Premiere und zu alter Stärke gefunden bei Spiegel TV Interview. Warum sollte jemand, der mit größtem Ernst in einem Musikvideo Schubidammdamm singt, ernst genommen werden? Meinen Sie, Phil Collins hat bessere Sachen gesungen? Das haben wir immer gesagt. Ich singe Liebeslieder. Phil Collins und Lionel Richie tun das auch. Das klingt immer so, als ob Sie sich fast dafür entschuldigen müssten. Ich muss mich entschuldigen, weil Sie so eine doofe Frage stellen. Heute steht sie wieder ganz oben. Sandra Maischberger nimmt's gelassen. Auch die heutige Redaktionskonferenz. Der Gast steht noch nicht fest. Die Entscheidung fällt erst kurz vor der Sendung. Ihre Erfahrung hilft ihr in solchen Momenten. Sie ist für alles offen. Ich bin nicht der aggressive Typ. Es fällt mir ganz schwer, da emotional oder Wut zuzulassen und da jemanden in die Enge zu treiben durch Aggression. Das eher nicht. Was ich eher versuche, ist erstmal eine Offenheit, also im Gespräch zu signalisieren, ich bin zunächst einmal offen. Ich höre mir das an. Ich versuche zu verstehen, wie sieht die Welt aus den Augen des Interviewpartners aus. Zusammen mit Friedrich Küppersbusch, der die Sendung produziert, bereitet sie sich vor. Sie möchte freundlich und nicht zynisch wirken. Journalistische Hinrichtungen oder Provokationen sind nicht ihre Sache. Was nicht heißt, dass bei ihr so mancher Politprofi nicht ins Schwitzen gerät. So ist es eigentlich gedacht. Herr Riester, was genau ist das? Das ist die Rentenformel, aber da erschrecken Sie mal die Zuschauer nicht. Der neue Rentenwert kommt heraus. Altersrente T. Altersrente T. Und hinten wird nochmal, was heißt denn BL eigentlich? BL heißt die das bringen Sie mich gleich auf ein Ding. Also wichtig ist, der Rentenversicherungsbeitrag wird mit dem Rentenversicherungsbeitrag. Wissen Sie es, Frau Schwetzer? Nein, ich weiß Sie wissen auch nicht, was BL ist? Ich weiß es auch nicht. Seit mehr als 10 Jahren stellt Sandra Maischberger im Fernsehen Fragen. Und immer noch interessiert sie sich für die Antworten. Mit persönlichen Wertungen hält sie sich zurück. Die Zuschauer sollen selbst entscheiden. Fragen, nicht moderieren, das ist ihr Ding. Moderieren ist für mich immer zunächst einmal diese Vermittlung zum Zuschauer. Das heißt also die Ausrichtung an die Kamera. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und das ist nicht das größte Talent, was ich habe. Also ich begreife mich also mehr als Interviewerin in diesem Falle jetzt. Verstehe tatsächlich mich als eine Mittlerfunktion. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich mache dann einen guten Job, wenn ich die Fragen stelle, die sich der Zuschauer möglicherweise im selben Moment am Schirm sitzend auch fragt. Haben Sie das Gespür für Sensibilität verloren? Denn Sie haben die Kollegin beleidigt, das ist nun einmal so. Es war nicht meine Absicht, Sie zu beleidigen, überhaupt nicht. Und vor allem nicht, sie sagte, ich hätte ihre Weiblichkeit beschädigt. Die habe ich gar nicht wahrgenommen, die konnte ich nicht. Das ist wieder eine Beleidigung. Oh Gott, schrecklich. Sie haben den Sinn für Sensibilität verloren, kann das sein? Nein. Ihre Talkshow ist keine Krawallbude, eher ein Kammerspiel. Leute auszufragen entspreche ihrem Naturell. Damit Geld zu verdienen, meint Sandra Maischberger, ist pures Glück.